Was viele, Let's Dance, vielleicht gar nicht wissen, neben ihrem Job als Profitänzerin und Moderatorin in diversen Shows, ist Christina Henny diplomierte Psychologin. Schon vor einigen Wochen berichtete Christina Henny aufgeregt, dass sie ihr Diplomstudium der Psychologie bei einem Notar beglaubigen lassen musste, um möglicherweise auch im Ausland in ihrem einstigen Traumjob zu arbeiten. Ihre Fans wollten es aber ganz genau wissen. Plant Christina Henny in der Elternzeit möglicherweise den endgültigen Jobwechsel und wird in Zukunft als Psychologin arbeiten? Das schließt die 33-Jährige wohl keinesfalls aus, wie sie im QA auf Instagram betont. Wie es nach der Geburt weitergehen wird, weiß ich persönlich noch nicht. Ich möchte erstmal, dass alles gut geht und weiter denke ich noch gar nicht. Dann erstmal gut erholen und gemeinsam mit meinem Mann unsere berufliche Planung, in welchem Beruf dann auch immer, angehen. Ich habe den Luxus der Berufswahl. Es ist also gut möglich, dass sich Christina Luft als Neumama in Zukunft den Probenstress bei Let's Dance sparen könnte und stattdessen in ihrem früheren Traumjob ihre neue berufliche Perspektive sieht. Zwar ist die 33-Jährige in diesem Jahr auch etwas wehmütig, dass sie die aktuelle Staffel von Let's Dance verpassen wird, doch mittlerweile überwiegt die Aufregung über unser anstehendes neues Abenteuer. Gedanklich ist sie mittlerweile ganz weit weg von der RTL-Tanzshow. Welche Entscheidung Christina Henny bezüglich ihrer beruflichen Zukunft am Ende treffen wird, die Fans werden garantiert hinter ihr stehen.